und hat wieder drei Wunden. Might we not simply break it? Du hast ein Level Up. Das ist schon mal sehr gut. Kriegst du noch mal eins in das hier. Also eins in Leben und Jetzt. Ja, Urteil des Beobachters. Ich wollte hier irgendwas reingeben. Genau, Magie entdecken. Das wollte ich. In Land in der Gruppe ist Bonuserfahrung auf die für die Skills Wissen und Wurfwaffen. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Verbessert Wissensskill. Und ja, hier Leben beherrschen. Das sollte er auf jeden Fall mal steigern, dass er besser heilen kann. Tilgung des Protokolls. Das ist auch nicht schlecht. Dorf Echhof scheint ungewöhnlich gut versorgt zu sein. Es ist wahrscheinlich, dass die Einheimischen den Rebellen schon seit langer Zeit unter die Arme greifen. So, du fließt auch. Dieses Zuhause wurde von Ertex Magie halbiert. Antonio hatte dies wahrscheinlich seinen Magiern befohlen, um die Dörfler einzuschüchtern. Ja, hier oben ist jetzt Matanisi Bill übrig. Und da sie wahrscheinlich eh bei dir Level Up hat, spare ich mir das mit dem Rasten mal. Oh, Matanisi Bill mit Grenzläufer, Ehrenwache und Sonnenwache. Ja. As you command. Right. Of course. Ich würde mal sagen, dasselbe Spiel wie immer. As you command. Boah, das sind jetzt aber viele. Bogenschützen, Weiser. Sie sind hier, hoch mit den Waffen und erinnert euch an die, die nicht mehr bei uns sind. Ehrt sie mit eurer Tapferkeit und eurem Können. Der Hauptmann wendet sich dir zu, als du dich näherst. Schicksalsbinder, wir sind doch aufrechte Krieger, nicht wahr? Diese Schlacht sollte von denen geführt werden, die sich aufs Todesgeschäft spezialisiert haben. Lasst die Dörfler gehen, sie haben mit diesem Konflikt nichts zu tun. Die Dörfler dürfen gehen, der Rest von euch bleibt und kämpft. Ich bin nicht für ein Gemetzel gekommen, ich würde lieber reden. Dieses Dorf ist ein Beweiswerk des Aufruhrs. Ergebt euch oder sterbt, ich würde lieber reden. Wirklich? Die Spur aus meinen toten Freunden erzählt eine andere Geschichte. Was gibt es da zu reden, Schicksalsbinder? Falls es sich nicht um eine Entschuldigung für all die Morde handelt, gefolgt von einem kräftigen Schluck aus diesem Schierlingsbecher, können Worte jetzt gar nichts mehr lösen. Der Hauptmann schaut dich erwartungsvoll an. Ihre Soldaten stehen bereit und die Luft wird von unterdrückten Schreien und Schluchzen der Dörfler erfüllt. Kyros bringt allen letztendlich Ordnung. Warum also sich der Einigkeit und dem Wohlstand verschließen? Dieser Aufstand ist zum Scheitern verurteilt. Warum wollt ihr unbedingt euer Leben wegwerfen? Mein Ziel ist, eure Kapitulation ohne Blutvergießen zu erreichen. Das ist eine anerkennenswerte Ansicht, aber leider auch eine auf tragische Weise simple. Wenn irgendjemand von uns hier das Leben im Chor oder die Entsendung in ein Arbeitslager der Geschmähten verkraften könnte, hat er sich schon vor Jahren ergeben. Wie die hier vor dir stehen, sind diejenigen, die es mit ihrer Freiheit ernst meinen. Außerdem haben wir schon einmal eine Kapitulation nicht eingehalten. Deshalb weiß ich, dass alles, was du uns jetzt vorschlägst, nur eine Falle ist. Denn der Stolz der Archonten verlangt es, dass sie uns unter die Erde bringen. Tut mir leid, aber wir leben dieses Leben schon zu lange. Tod oder Ruhm, eine dritte Option gibt es nicht. Kyros bringt allen letztendlich Ordnung. Warum also
sich der Einigkeit und dem Wohlstand verschließen. Dieser Aufstand ist zum Scheitern verurteilt. Warum wollt ihr unbedingt euer Leben wegwerfen? Dörfler dürfen gehen. Lauft, lauft alle weg, sonst bekommt ihr es mit meinen Verbündeten zu tun, wenn ihre ganze Truppe hier eintrifft. Wenn ihr nicht mit mir zusammenarbeitet, werde ich das Dorf mit Gewalt erobern. Nehmen wir mal das Oberste. Kyros bringt Ordnung. Wie die Einigkeit zwischen den Geschmähten und dem scharlachroten Chor? Sie wirft den Kopf in den Nacken und lacht dramatisch. Das ist nicht die Art von Frieden, die wir wollen. Außerdem ist der Frieden sowieso überbewertet, wenn er bedeutet, das Böse in deinem Nachbarn zu tolerieren. Es ist nicht mehr als ein feiger Traum für Leute mit simplen Vorstellungen von der Welt. Ich gebe dir trotzdem zum Teil recht, indem er deinen Gedanke, was sie mit einem Lächeln quittiert. Die Vendrin-Wache war einst bloß die Armee von Apex, nun aber stehen Freiwillige aus allen Reichen in unseren Reihen. Insofern hast du mit der Gabe der Einigkeit recht. Und warum wollt ihr euer Leben wegwerfen? Wir haben demonstriert, dass sich ein vormals besiegtes Volk aus der Asche erheben und den Archonten blutende Wunden schlagen kann. Sollte das Ziel sein, anderen in den Stufen eine Botschaft zu senden, dann ist dies ein herausragender Erfolg gewesen. Ja, sie sind 5 gegen 4 und sie sind ziemlich gut ausgerüstet. Das ist halt das Problem. Ich habe eine Verwundete. Kann ich sie weglaufen lassen? Ja, damit büße ich Loyalität ein. Schicksalsbinder, was soll diese Verletzung der Dienstpflicht bedeuten? Ich könnte mir vorstellen, die Kranken und Schwachen gehen zu lassen, um Kunde von unserer Niedertracht zu verbreiten. Aber diese Südhalunken haben ihre Waffen gegen Kyros erhoben. Das darf nicht vergessen werden. Das scheint mir gerecht zu sein. Ihr habt die Kommandantin gehört. Die Dörfler gehen, der Rest von uns wird das hier ehrenhaft zu Ende bringen. Wir haben ihre Krieger besiegt und den Hauptmann neben dem Fluss ihrer Vorfahren beschämt. Von nachsichtigen Siegen hast du noch nie was gehört, oder? Wir haben die Echoruf-Kreuzung erobern. Das haben wir getan, weil das Kämpfen ist unnötig. Was ist das Mittlere? Noch mehr Loyalität bei Berwick. Wie, damit du bewegliche Ziele... Wie, damit du bewegliche Ziele für unsere Ziele, für bessere Zielungen bekommst? Zwing mich nicht, das zu wiederholen. Furchtbar, Berwick. Ich möchte alles nochmal... Bitte von vorne. Ich habe jetzt irgendwie den Überblick verloren. Ups. Ganz großes Ups. Also ja, sie weglaufen lassen ist keine so gute Option. Also nochmal hochlaufen. Consider it done. As you command. On it. So, weiter. Ich bin nicht fürs Gemetzel gekommen. Bios bringt Ordnung. Aufstand. Ziehen ohne Blutvergießen. Die Dörfler dürfen gehen. Furchtbar, Berwick? Es liegt mir fern, Entscheidungen anzuzweifeln, aber dieses Dorf unterstützt die Vendrim-Wache. Wir werden nachen, es unbedingt zu lassen, damit es unsere Feinde versorgt, sobald wir uns abwenden. Ich glaube, Kyros sehe es gern, wenn wir den Dörfern Gnade gewähren würden. Komisch, eigentlich dachte ich, ich wäre hier fürs Reden verantwortlich. Gutes Argument, die Dörfer sind ebenfalls schuldig. Entweder geben sich alle oder sie sterben alle. Nee, geben wir mal Gnade. Uns bei der Vendrin-Wache. Der Hauptmann schoss nach vorne und will losschreien, aber als sie deine Antwort begreift, nimmt ihr das den Wind aus den Segeln. Habt ihr alle den Schicksalsbinder gehört? Steht nicht einfach da herum. Rennt so schnell, als würde euch die Plage im Nacken sitzen. Gardisten, bleibt zurück. Der Augenblick, für den ihr alle geübt habt, steht kurz bevor.
Deine Waffe ziehen und die Dörfler fliehen lassen. Wollen wir? Während die letzten Dörfler fliehen, hält sie ihre Hand in die Luft. Eine noble Art, unseren ruhmreichsten Augenblick zu beginnen. Oder vielleicht unser letztes Gefecht, wie dem auch sei. Der Hauptmann signalisiert den Angriff. Was mir halt wieder mal Probleme macht, ist der Grenzläufer und der Weise. I'm not here to make friends. Genau sowas habe ich mir nämlich schon gedacht. Warum hast du es eigentlich immer mit den Sonnenbraten? Du hast schon geheilt gehabt, dann heil mal bitte nochmal sie. Will do. If I can't move, I can't dance. Du versuch mal den Zauber. Got dark all of a sudden. Nee, ein offener Kampf ist hier wirklich nicht gut. Ich würde mal gern bei allen jetzt die KI ausschalten. Fürs Erste. Dass sie nicht so wahllos in den Kampf rennen. Vor allem Beric, der ständig in die Sonnenwachen reinrennt. Ich würde sagen, wir ziehen uns erst einmal ordentlich zurück und schalten bei allen die KI ab. Just so. Point me in the right direction. So. Dann gehst du schon mal vor. I got it. On it. Dann reden wir nochmal. Weiter. Ja, das kennen wir alles. Etwas Furcht bei Beric ist okay. Dörflern gerade. Und dann wollen wir mal. Trouble is afoot. Autsch. Get back here. So, der Grenzläufer muss erst einmal weg. Du hilf mal bei dem Grenzläufer. Und ihr beide macht Sieg halt. You got it. So, und da du im Nahkampf bist, benutzt du mal die Fähigkeit, die ihn schwächen sollte. Du schwächst sie. Du stichst sie. Du heilst dich mal selber. Mhm. So, jetzt alle auf sie. Das ist pro Rast, das ist pro Begegnung. Das muss jetzt ordentlich wehgetan haben. So. Jetzt die Sonnenwache loswerden.
mit einem Herzschuss und einem Federwurf dürfte das gehen. On it. Und ja, der Rückzug hat sich wirklich bezahlt gemacht. On it. So, ihr beiden auf den Weißen. Der muss nämlich weg, bevor er noch mehr Schaden anrichten kann. Du auf die Sonnenwache, dass die mal von dir angepisst ist und dann gleich das hinterher. Du kannst sie umwerfen.